Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Wir sind hier stehen geblieben. Achso, wir sagen ihr sogar was und sie sagt, ey, halt mal die Klappe. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Und wie ich herausgefunden habe, ist das hier der Doktor. Ich hätte ihn, also ich würde nicht gern, dass der meine Gesundheit überwacht, aber... Okay, warte, bis er die Patienten anguckt. Aber das ist anscheinend ein Doktor. Bin ich auch absolut legit. Oh mein Gott. Wir haben auch einen permanent krassen Herzschlag. Also der Controller vibriert unfassbar. Das riskiere ich nicht. Das Licht zeigt genau einen Raum, der würde uns sehen. Das riskiere ich auf keinen Fall. Was auch immer er für eine Gestalt ist, also das... Boah. Okay, wir müssen also zwangsweise ins Licht. So ein Objekt zu holen ist nicht einfach. Bleib gefälligst stehen, Six. Bist du wahnsinnig? Ich sag, wegen ihr fliegen wir auf. Weil uns sieht man auch in den Klamotten nicht so sehr wie sie natürlich. Ja komm, beweg dich jetzt. Sicher. Das ist die perfekte Position. Ich habe gebetet, dass er jetzt nicht hier vorkommt, weil eigentlich müsste er sie locker sehen. Ich riskiere es nicht. Der wird das Ding hören, dann zu uns rennen. Wir warten, bis er ganz hinten den Patienten checkt. Bis er ganz hinter geht. Lauf! Bitte sag, du untersuchst das Bett nicht. Oh, please. Die Musik hat aufgehört, wir sind ihn anscheinend los. Hey! Du bist durch mich durchgeklettert. Und warst auch noch schneller wie ich. Ich traue dem Braten nicht. Chill out.
Schilde, Fackel, Haut. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Wir müssen anscheinend da runter. Ich würde mal sagen, da wo auch das Seil und alles hier liegt. Und ein Schloss. Wo ist der Schlüssel? Hä? Oder halt hinten rum oder was? Dann ist das hier wahrscheinlich nur ein Versteck. Ja toll. Wie jetzt? Ich komme da nicht durch. Oder haben wir einen Schlüssel? Das hört auch keiner, ne? Ich hätte jetzt an den Eimer gedacht, weil wir brauchen ja irgendwas, damit wir da hochkommen. Ach, oder hangeln wir uns von da oben? Nicht bitte. Okay, da willst du nicht. Generell hier hoch. Ey, was willst du von mir? Ich komme so nicht da hoch. Ich komme so nicht lang. Muss es irgendwie auf den Tisch schaffen und dann von da darüber. Oh. Eine Maske. Belastend. Können wir nichts? Gut. Haben wir noch was? Weil ich glaube, hier wird uns jetzt erstmal kein Gegner nerven. Da muss ich einen Leichensack ziehen. Das willst du nicht, oder? Nee. Nee, aber wir spielen eine Runde Parcours.
Ich hätte jetzt aber gedacht, der hat ein gutes Erinnerungsvermögen. Also der wird mit Sicherheit checken, dass der Schlüssel nicht mehr da ist. Six, dein Auftritt. Ich musste ein paar Puzzle machen und einen Hut einsammeln, aber jetzt geht's wieder. Okay. Mittlerweile ein eingespieltes Team. Kommst du? Ja. Die frisch eingetroffene Ware. Diesmal bin ich schneller im Klettern als du. Vergiss es, dass du an mir vorbeikletterst. Okay, sie ist besser wie wir. Sie ist wie so ein Hardcore-Speedrunner, der einen Fuck auf alles gibt. Aber hey, wir haben noch die Taschenlampe. Ja. Gut. Da hinten. Du kannst mich mal. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das machen. Ich glaube, an die Sicherung kommen wir noch nicht ran. Hilfst du mir hier hoch? Ja. Das Ding abgeschaltet. Okay, ich glaube, sie weiß, was wir machen müssen. Okay. Lauf. Oh, sie kann auch sliden. Cool. Und sie ist sogar viel, viel besser wie wir. Okay, rennen. Ich bin zuerst. Okay, wir sind beide. Rennen, 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 rennen.
Heilige Scheiße! Hä? Wie? How? Wie soll ich noch schneller sein als sie, bitte? Okay, ganz runter, ganz runter. Sprint-Taste schon aktiviert. Ja. Es ist unmöglich! Es ist unmöglich! Wir haben einen Cooldown nach dem Sprinten. Sie nicht. Oder wir sprinten gleich durch. 2, 3 und rennen, 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 rennen. Ja, allein dadurch. Es ist unfucking möglich. Wir kriegen es nicht hin. Ah. Weil die jetzt, vor allem jetzt, dass eben die ganze Zeit so gut lief, ne? Und rennen. Okay, wir sind vor ihr, wir sind vor ihr, wir sind vor ihr. Wir haben weiten Vorsprung diesmal. Weiten Vorsprung. Willst du mich verarschen? Wie? Wie the fuck? Es soll es möglich sein. Das war ein perfekter Run. Wir können nicht mit ihr mithalten. 3, 2, 1, go. Renn, 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 renn. Immer den untersten Weg. Immer ganz unten. Okay, was macht er? Renn! Ich spiele perfekt, Alter. Ich kann nicht schnell machen. Ich kann nicht rennen. Ja komm, äschern wir ihn ein. Ja komm, wärmen wir uns die Hände. Ach du Scheiße. Schön warm. Unfassbar assi Boss und diesen Run muss man wirklich so gut wie perfekt machen, aber es hat funktioniert. Kommst du? Also mir ist schon wieder warm. Außerdem brauche ich dich hier. Warte, kurz. Nee, zurück können wir auf keinen Fall. Wir sind ein extrem gutes Team. Also sagen wir mal, bei der Lehrerin hätte ich mir gewünscht, dass wir sie umgelegt hätten. Bei dem hier wäre es mir eigentlich Latte gewesen, weil der hat halt, was? Errungenschaft freigeschaltet. Eingewiesen. Der hat eigentlich sein Fett schon wegbekommen. Der, ne? War halt hier. Hier scheint Licht rein. Hier haben wir unsere Ruhe.
irgendwo ein Junge oder ein Hut? Was machst du, Six? Na gut, hier ist nix. Wir haben alles. Das war das Krankenhaus. Wir sind durch. Okay, und damit würde ich sagen, wir beenden die Folge erstmal hier. Extrem, extrem cool. Extrem, extrem krass. Und ja, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ciao.